Du siehst mich nicht. Toll. Hilfe! Wachen! Jetzt, wo es geklappt hätte, war dieser blöde Schlüssel nicht da. Ausgerechnet dann, wenn es geklappt hätte. Ihr seid erledigt. Bin ich das? So, so. Ich will aber nicht erledigt sein. Ich will doch nur den Schlüssel haben. Was muss ich machen, damit er mir den Schlüssel gibt? Könnte ich Blindheit oder Lärm oder so zaubern? Ich hab Lärm, oder? Nein, ich hab Lähmung. Licht, Levitation, Ohrwurm. Auf Ziel. Stirb, Abschaum! Okay, das zählt als Angriff. Dann wissen wir das jetzt auch. Was machen wir dann? Mann, er sieht uns halt einfach. Das ist so blöd. Verfluchtes Diebesvolk. Ach Mann, das geht auf die Nerven. Vorhin, als wir das erste Mal da gegangen sind, hat uns ein paar Mal nicht gesehen. Sprecht nur, ich höre euch zu. Ich kann mir da irgendwie hinten rein. Schon, geht, lass mich da irgendwie runter. Und dann siehst du mich nicht mehr. Mann, wieso ist hier nicht ein bisschen mehr Platz? Eigentlich wäre das fast ideal sogar hier. Aber er sieht uns halt. Mann, wir werden hier doch gut versteckt. Tal Marokers Untersuchungen. Moment mal, ist das das, was ich denke? Indoranien Populonindex. Hey, und das ist der 637. Schlüssel. Wahrscheinlich genau der, den wir brauchen. Okay, um das zu stehlen, würde Telekinese ausreichen. Aber dann ist das Buch im Weg. Schreitet in Tugend. Ach nö, jetzt hat es der Trank nachgelassen. Mehrischer Zylinder, Tontopf, 25 Draken. Den Propylonindex sehe ich von hier aber nicht. Komm, ich will doch da hoch.
Aeneas würde ich den Schlüssel sehen, aber er sieht mich. Von hier aus den Propylonindex, aber er sieht mich halt. Ja. Ja, wir haben den Propylonindex. Ich glaube, Telekinese ist jetzt aus. Und den Schlüssel haben wir auch. Das wird gespeichert. Ich will jetzt nur noch diesen blöden Schlüssel von ihm. Hier würde er uns nicht sehen. Aber er ist zu weit weg. Können wir ihn irgendwie schubsen? Sprecht nur. Ich höre euch zu. Nein, geht nicht. Hier würde es auch gehen. Aber er ist zu weit weg. Oh, jetzt ist der Tank schon wieder aus. Wo sind die Federtränke? Da. Da geht's auch. Was war das? Mann, der steht irgendwie direkt da vorne. Hilfe! Wachen! Ach komm! Wir waren unsichtbar, wir schleichen war da und trotzdem hat das nicht geklappt. Naja, wir lassen es. Wir haben jetzt den anderen Schlüssel. Wir gehen einfach mal runter. Vielleicht funktioniert das ja. Und hey, wir haben einen neuen Propylonindex. Ja. Irgendwann sind wir schon gut genug für den. Hoffe ich doch. Und tops. Mit der anderen müssen wir ja auch noch abhauen. So, und hier können wir den Ring der Khajiit wieder nutzen, um abzuhauen. Ach nö, oder? Ach verdammt. Noch mal so und jetzt beeilen. Ach, wobei, das hätten wir auch schleichen können. Sobald die Wemer-Stiefel wechseln, sind wir vermutlich nicht mehr überlastet. Wieso habe ich den nicht gleich abgegeben? Ach Mann, bin ich blöd. Nee, oder? Ach Gott, verdammt! Habe ich nicht irgendwo Schlüssel entdecken? Turmschlüssel, nein. Anwächter, nein. Irgendwas mit B war es. Bettlernase. Schlüssel entdecken 200 Fuß. Da ist etwas. Rot. Was habe ich da jetzt? Schlüssel entdecken, Magie entdecken. Da ist irgendwas.
hier? Irgendwo. Naja, ist da sonst noch irgendwo etwas? Nein. Dann gehen wir mal schnell zurück. Vielleicht kann ich hier, hält die Bettlernase ja noch lange genug an für das andere. Für das äußere Korpusarium, also das normale. Nein, sie ist schon weg. Aber ich habe sicher noch Tränke zum Schlüssel entdecken. Schlüssel entdecken. Ich habe doch sicher Schlüssel entdecken, Tränke, oder? Magie entdecken. Das brauche ich echt mal nicht. Da will man einmal Schlüssel entdecken haben und man hat es nicht. Oder wie? Bewusstsein entdecken, das ist mir doch ziemlich egal. Schlüssel entdecken, für, auf 53 Fuß. Magie wiederherstellen auch. Hier auch Magie wiederherstellen. 53 Fuß. Da auch. Also drei Tränke haben wir. 13 Punkte für 33 Sekunden. Könnte ich eigentlich irgendwann einen Zauber machen? Sollte ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Ich finde die Unsichtbarkeit die ganze Zeit zaubern. Dann könnte ich hier herumrennen. Habe ich jetzt den Schlüssel eigentlich genommen? Ich glaube schon, oder? Hier ist aber nichts. Ich brauche wieder einen Trank. Wir gehen jetzt darüber. Und sehen da vorne mal nach, ob da irgendwo ein Schlüssel ist. Vielleicht ist das der Sinn da hinten. Also hier ist zumindest keiner. Vielleicht da vorne. Dass hier eigentlich irgendwo ein Schlüssel ist. Das wäre aber dann echt fies. Schlüssel entdecken wirkt noch, aber da ist hier keiner. Nein, das ist Magie wiederherstellen. Hä? Magie wiederherstellen, so heißt der Trank, glaube ich. Es ist schon Schlüssel entdecken. Da ist etwas. Hier ist also irgendwo ein Schlüssel. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ich brauche aber nicht Wasseratmung. Aber wo? Gut. Oder zieht die Truhe damit? Ist die vielleicht hier oben?
Nein, oder? Ach komm. Ungefähr hier müsste es sein. Das ist echt komisch. Hier ist kein Schlüssel. Der Schlüssel entdecken verarscht mich doch. Hier ist nirgends ein Schlüssel. Und jetzt ist auch der Schlüsselentdecken-Effekt weg. Warum schleiche ich eigentlich? Hier ist gar keiner. Ist doch keine Truhe oder so versteckt. Das ist echt blöd. Ausgerechnet die letzte Truhe kriege ich nicht auf. Obwohl ich lauter Schlüssel habe. Es ist, als würde eine Truhe fehlen. Aber wo? Etwas? Ich wollte eigentlich mal wieder den Dolenfederring benutzen, oder? Nein, das ist nichts. Da ist halt auch nichts drin. Keine Truhe, gar nichts. Kein Schlüssel, keine Truhe. Und am blödesten ist halt, dass hier hinten gar nichts ist. Also hier hinten ist ja wirklich nichts. Vielleicht ist es ja auch ein Fehler irgendwie und es sollte eigentlich hier eine Truhe sein. Und die fehlt irgendwie. Und das ist halt genau die finale Truhe, die ich bräuchte. Oder sie ist irgendwie verrutscht oder so. Und ist irgendwo in einem Felsen, das könnte ich mir auch vorstellen. Cool. Hast du das gesehen? Das sieht schön aus. Na gut.